Hallo Rollerfreunde, herzlich willkommen zum neuen Video hier bei Scooterfreunde. Heute beginne ich mal mit dem ersten Motovlog. Das ist mehr so ein Test, um mal zu gucken, wie das alles mit der Technik so funktioniert. Ich habe mir heute mal die Actioncam umgeschnallt am Brustkorb und möchte euch heute mal mitnehmen auf eine kleine Fahrt durch die wunderschöne Stadt Alzey. Ja, wie ihr seht, Roller ist jetzt angemeldet. Ich habe seit circa 3 Wochen das Nummernschild. Batterie ist geladen, sprang auch jetzt ohne Probleme weiter an. Denn ich hatte ja die Batterie vor 4 Wochen circa geladen. Ja, bei uns vor der Tür ist Baustelle, wie man sieht. Da muss man sich erstmal durchkämpfen. Das ist gar nicht so ohne mit dem Roller. Wie man hier sieht, ist alles voller Schotter und sind grobe, lose Steine. Ja, und da rutscht man hin und wieder schon mal ein bisschen weg. Aber so langsam bekommt man da über. Ja, ich habe lange nichts mehr von mir hören lassen, da es eigentlich auch keinen Grund gab, Videos zu machen, weil das Wetter hat einfach nicht mitgespielt. Es war dauernd nur am Regnen und am Machen und am Tun. Und deswegen habe ich mich so lange jetzt nicht gemeldet. Aber dafür gibt es ja heute das erste Motovlog-Video, wo ich eine kleine Stadtrunde durch Alzey drehe. Mich hört ihr natürlich nur aus dem Hintergrund, da die Actioncam keinen Mikrofonanschluss hat. Ich wollte es, wie gesagt, erstmal nur testen. Ja, wie gesagt, das Video wird ein bisschen länger. Ich werde auch hin und wieder mal die Klappe halten. Da lasse ich euch mit den ganzen Geräuschen von dem Flexec von 50 alleine, dem Viertakter. Genießt einfach mal die Mitfahrt, mal aus einer anderen Perspektive, nicht aus der Helmperspektive. Heute war natürlich super Wetter und es war richtig angenehm, Roller zu fahren, und da macht es auch richtig, richtig Spaß. Also ich melde mich dann hin und wieder mal bei dem Video, also viel Spaß dabei. So, ich fahre jetzt hier links ab und fahre damit einmal durch die Innenstadt Alzeys. Wer nicht weiß, wo Alzey liegt, also Alzey ist eine Kleinstadt in Rheinland-Pfalz. Liegt so 35 Kilometer von Mainz entfernt, und Mainz ist ja bekanntlich die Landeshauptstadt von Rheinland-Pfalz. Da gibt es nicht nur den guten Fußballverein, die Mainz 05. Ja, und da ist ja auch der Rhein. Ja, wie gesagt, ist so eine kleine Stadt, wo es eigentlich aber auch alles gibt von Einkaufsmöglichkeiten, Tankstellen etc. pp. Also man hat alles vor Ort. Und wie ihr gesehen habt, war das jetzt nur mit dem Roller ein Katzensprung, um direkt in die Innenstadt zu kommen. Na, auf der rechten Seite sieht man den hier, eine Volksbank. Linke Hand eine Tiefgarage, wo man sein Auto abstellen kann und dann bequem hier rechts in die Fußgängerzone gehen kann. Also bei Touristen sehr beliebt. Ja, also da gibt es doch schon ein bisschen was zu sehen. So, ich fahre dann die Straße jetzt wieder stadtauswärts, oder von der Innenstadt entferne ich mich jetzt wieder.
und fahre da vorne an der Kreuzung rechts rum, um in Richtung Gewerbegebiet von Altseid zu fahren. Rollerfreunde, da melde ich mich mal wieder und wie man jetzt hier schön sehen kann, geht es dann doch hier berghoch und da kackt der Viertaktroller doch so ein bisschen ab. Vorher ging es ein bisschen bergab, da ist er laut Taro 60 gefahren und das nutze ich eigentlich schon mal als Schwung aus, um oben hier an dem kleinen Hügel da noch zumindest noch mit 40, 45 hochzukommen. In dem Fall ja, sackt der runter so auf 30, 35 und der Kollege vor mir ist auch nicht viel schneller, obwohl ich aber denke, dass das eher ein Zweitakter war, so wie das gerochen hat. Und da sieht man dann doch schon die Schwächen von so einem Roller, dass der doch schon an sein Limit dann kommt, wenn er nicht getuned ist. Ja, meiner ist original, er fährt halt nur 60 laut Taro, das wären so ca. 50 km/h sein. Berg runter fährt er natürlich auch bis Anschlag. Und was man bei dem Roller auch sehr schön sieht, dass dann doch ein Federungskomfort sehr wenig vorhanden ist. Wenn es kälter ist, ist es noch schlimmer, da sind die Stoßdämpfer richtig. Ja, also es sind keine Stoßdämpfer mehr, würde ich mal sagen. Und jetzt, wo es ein bisschen wärmer ist, federn sie doch. Also ein paar kleine Schläge weg, sonst wird das alles 1:1 auf den Körper übertragen. Aber naja gut, man fährt ja jetzt nicht so schnell. Damit kann ich eigentlich gut umgehen. So, ich fahre jetzt hier in das Alzeyer Gewerbegebiet entlang oder ein. Fahre jetzt gleich rechts rum, fahre eine kleine Runde zu den erschlossenen und unerschlossenen Gebieten hier. Gewerbegebiet. Wenn man jetzt geradeaus fahren würde, würde man an dem großen Realmarkt und Mediamarkt vorbeikommen. Also das gibt es hier auch in so einer Kleinstadt. So, linke Hand ist so ein Tiefkühllager.
Ja, Rollerfans, wie man sieht auf der rechten Seite, wir haben ja auch ein Lidl. Und wenn man dann einmal durch den Kreisverkehr durchgefahren ist, ist auf der linken Seite noch ein Aldi. Dahinter kommt noch eine Tankstelle, also man hat hier in Alzey alles das, was man zum täglichen Leben braucht. Ja, Rollerfreunde, jetzt komme ich auch so langsam zum Ende dieses kleinen Videos. Motovlog. Ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen gefallen. Wenn ja, lasst mir doch einen Daumen nach oben. Abonniert auch weiterhin meinen Kanal. Und wir sehen uns dann zum nächsten Rollervideo. Ich lasse euch dann die restlichen anderthalb Minuten noch mit den Bildern alleine. Bleibt mache ich noch ein bisschen Musik. Und wir sehen uns zum nächsten Video. Ich sage tschüss, bis dann, euer Andreas. Bye.